Ach, helfen, Mann. Mit Zio. Dio. Zio. Reden? Klar, mach mal. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Oh, Zio, du kannst auch. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleibe ich. Wir sind jetzt in Concord. Gehen wir mal da rein. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Ich will da nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung, das Salzwasser brennt in den Augen und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Zu Ohren, die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Na, alles rausgefunden. Gehen wir wieder. Der ist in den Vorposten. Ich bin immer Fan bei Spaß und am Rocken. Oi! Wohin willst du? Ich? Nee. Dein Zwillingsbruder. Also, ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Ja. Ist natürlich anders gekommen. Komm her. Du bist einfach scheiße. Ihr seid einfach scheiße, seid ihr. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddocks Camp.
Jo. Karte, Freunde. Dann werden wir wohl mal reiten. Das große Problem ist hier, dass die Anzeige zum Beispiel nicht angezeigt wird, wie bei Red Dead Redemption, wie lang das Pferd sprinten kann. Aber gut. Was soll man machen, ne? Man kann nicht alles haben. Das hat sich bestimmt auch Ubisoft gedacht. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall zu Braddock's Camp. Versuchen da auf jeden Fall... Hey Jungs. Versuchen da auf jeden Fall mal was klar zu machen. Man merkt schon die Symbiose, die Beziehung zwischen Zio und dem gewissen Herrn Hafen scheint doch wohl größer zu sein als erwartet. So, ich bin hier. Wie geht's dir? Gut. Der Teufel steckt mit im Detail. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Nice to have you. Ich verstecke mich in dem Karren. Nice. Gute Idee, Hafen. Gute Idee. Was ist denn im Wagen? Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht. Mal sehen. 2 Fässer Salz, 12 Pfund Schwein, 10 Pfund Rindziegen, 14 Eier, 16 Käse. Nicht als Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky, ein paar Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestroh. Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Ja, und jetzt einfach durchgehen. Ah, ist klar. Wenn ich jetzt pfeifen sollte, was machen die dann? I'm in. Roger, Roger, I'm in. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. So, von da aus könnt ihr mich nicht entdecken. Kommt sofort her! Er läuft davon!
Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und ihre Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock's Rücklos macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte kleiner Mutter oder Sitze die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt bei Duquesne. Fuck. Dass sie dann aber auch rumgehen müssen, das ist echt ein wenig, ist mir ein wenig suspekt. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Angebot ab. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat und unsere Truppen vorbei. Und ich fürchte, Brothers macht ihn leichtsinnig. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Junge, das ist wieder knapp, ey. Nichts. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich? Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab versucht, John. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Alles klar. Karte finden. John Fraser ist gestorben. What? Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Anhalten! Halt! Stehen bleiben! Meine Güte, da war ich... Jungs. Okay, jetzt nochmal ganz konzentriert. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Solltest du vielleicht. Ja, ist mir jetzt egal. Braddock lehnt das Angebot ab. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat, unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock's Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen müsste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich. Letztendlich.
Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls die Verlösung ist, die nicht zu finden. Ich habe versucht, John. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Ha! Bleib stehen! Komm zurück, du Hosenlatz! Wo willst du denn hin? Er versucht... Ha! Ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Er kommt wieder, er kommt wieder. Holen wir uns noch die Karte. Fährst du wieder raus? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Er rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Wo willst du hin? Hm? Komm hierher zurück. Ich finde ihn nicht. Ach, zum Teufel. Vielleicht komme ich hier hoch. Anhalten. Jungs, er läuft weg. Willst du etwa fliehen? Komm sofort zurück. Schnell raus hier. Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist.